Ja, servus meine lieben Freunde. Lange kam nichts mehr von mir, aber was ich letztens mitbekommen habe, möchte ich gerne mit euch teilen. Der Reporter Tarek B. veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite einen Post, wo es heißt, dass die Staatsanwaltschaft Kleve per Fahndung nach Arie, unserem Tunnelexperten, sucht. Durch intensive Recherche habe ich auch das zugehörige Schriftstück dazu gefunden. Darin steht, dass der Fall bereits seit Januar 2024 im Gange ist. Da der Aufenthalt von Arie unbekannt ist, wurde er zur Fahndung aufgeschrieben. Ich würde ja in jedem Tunnel Deutschlands nach dieser Wurst suchen. Der Kollege Aggressionsprobleme wäre da mit Sicherheit sehr gerne behilflich. Ich meine, er wurde ja auch von ihm selbst bedroht. Dank geht auch raus an Palästina Speaks für ihre Anzeige gegen Arie. Gründe, den Messerstecher aus Wedding anzuzeigen, gibt es wie Sand am Meer. Und er liefert auch am laufenden Bande immer weiteres Material für weitere Strafverfahren. Als Beispiel sei genannt, dass er den zuvor genannten Journalisten Tarek wie auch die SPD-Politikerin Schäbli als Sprachrohr der Hamas betitelt. Mit letzterer hatte er witzigerweise kein Problem gehabt, gemeinsam öffentlich aufzutreten. Da war sie wohl noch nicht von der Hamas oder Arie ist einfach nur ein geldgieriger Heuchler. Des Weiteren verbreitet er öffentlich, dass palästinensische Kinder von klein auf zu Terroristen und Vergewaltigern erzogen werden und es keine unschuldigen Zivilisten in Gaza gibt. Untermalt wird das Ganze damit, dass er solche Beiträge mit Fotos beim Essen verziert, während in Gaza eine Hungersnot herrscht. Das wird noch einmal deutlich an den immer größer werdenden Umfang seiner Äquatorlinie. Kleines Update, ganz frisch reingekommen. Inzwischen hat sogar Arie von den Ermittlungen Wind bekommen. Sein Statement ist wie gewohnt kleingeistiger Natur. Inwiefern Tarek in diesem Beitrag gedroht, beleidigt oder Rufmord betrieben hat, wird wohl ein ewiges Geheimnis in den weiten Weiten zwischen Aries Ohren bleiben. Tarek berichtet nur über das Geschehnis. Er gibt keine Angaben, ob er überhaupt selbst eine Anzeige stellte und selbst wenn, liegt es ja bei der Staatsanwaltschaft, ob es einen Anfangsverdacht gibt oder nicht. Und dem ist wohl so. Na mein kleiner Tunnelexperte, da scheinen wohl die kleinen Nüsse abhanden zu kommen, oder? Und wer ist Best Buddy dieses der Volksverhetzung verdächtigen Sprachrohres des Apartheidstaates Israel? Richtig, unser wegen Steuerhinterziehung verurteilter Knusperkopf Tobias Huch. Hier mal ein paar Beiträge von Tobi, wie er Arie öffentlich einblendet. Arie sei ein enger und guter Freund. Die Unterstützung für die Verbrechen des Apartheid-Regimes Israel schweißt eben zusammen. Dank Marcellus Wallace und Palästina Speaks, schaut ruhig bei beiden mal vorbei, sieht sich auch Tobi mit einem Strafverfahren konfrontiert. Wie witzig wäre es, wenn beide dann zu einer Haft verurteilt werden, teilen sich eine Zelle und schreiben ein weiteres gemeinsames Buch mit dem Titel Der Schmerz der Hintertür oder so ähnlich. Tobi selbst hat auf die Anzeigen von Palästina Speaks bereits reagiert und zwar mit derselben Manier wie unser Tunnelexperte. Kleingeistig und ohne Einsicht, aber lest selbst. Man merkt richtig, dass beide denselben Bildungsstand haben. Und falls ihr es noch nicht alle mitbekommen habt, aber der Internationale Gerichtshof, die höchste richterliche Instanz der UN, hat geurteilt, dass sich Israel des Verbrechens der Apartheid schuldig gemacht hat. Hier die Verkündung des Gerichts. In der Beschreibung findet ihr noch einen Artikel dazu. By 11 votes to 4 is of the opinion that the state of Israel's continued presence in the occupied territory is unlawful. Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem and the regime associated with them have been established and are being maintained in violation of international law. The court notes with grave concern report that Israel's settlement policy has been expanding since the court's full advisory opinion. La Cour considère que cette présence constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet acte. Das heißt, dass Israel damit nun offiziell ein Apartheid-Staat ist und jeder, der damals seit Amnesty und Human Rights dies bereits festgestellt haben, das Gegenteil behaupteten, falsch lagen und sie somit ein Verbrecherregime verteidigt haben. Israel ist keine Demokratie oder Leuchtfeuer der Menschenrechte, wie die Speichellecker der Zionisten hier so gerne behaupten. Denn beides kann man nicht mit Apartheid unter einen Hut bringen, es sei denn, derjenige ist dumm wie Scheiße. Und besser kann ich es nicht beschreiben. Interessant wird es auch sein, wie sich all die zionistischen Huren nun verhalten werden, nachdem ihre Vorzeigegestalt mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Er wurde ja von allerlei Medien immer wieder eingeladen und war Best Buddy mit unserem Versager Außenministerin oder unserem Wirtschaftsminister. Werden sie sich distanzieren? Oder machen sie den Israeli und labern irgendwas von eingeleiteten Untersuchungen, um das Thema dann mit der Zeit totzuschweigen? Wir werden sehen. Oder aber auch nicht.
Bis dahin heißt es, dass Israel ein Apartheid-Staat ist, seine Unterstützer Verbrecher sind und, zu guter Letzt, from the river to the sea, Palestine will be free. Ciao.